Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fernbus Simulator. Wir sind heute wieder mal ein bisschen am Busfahren, am Reisebusfahren und diesmal aber in der Open Beta. Diesmal in der Open Beta, weil es wurde so viel geändert, wo ich mir gedacht habe, okay, da müssen wir mal reinschauen, müssen wir uns mal gemeinsam angucken. Und zwar wurde Fernbus Simulator auf die Unreal Engine 5 umgestellt in der Beta. Es gibt ein neues Soundsystem, neue Fahrzeugphysik. Und ganz viele neue Sachen. Auch die Hintergrundbilder sehen jetzt ein bisschen schärfer aus. Die haben sie im Menü auch ein bisschen besser angepasst und noch viele weitere Sachen. Und da habe ich mir gedacht, okay, aktiviere ich einfach mal wieder die Open Beta und wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, was sich hier so getan hat. Ich würde sagen, ich klicke einfach mal auf Spiel starten und dann dürften wir gleich schon eine kleine Änderung sehen. Und zwar, genau, hier auf der Map sehen wir jetzt überall noch so Schlösser und die Schlösser bedeuten, das sind DLCs, die man sich kaufen kann. Ja, jetzt sieht man es endlich, welche DLCs es gibt, in welchen Ländern man auch rumfahren kann und man kann dann quasi draufklicken und kommt dann direkt zu der Marktplatzseite und kann die dann theoretisch kaufen und kann dann direkt loslegen. Richtig coole Sache, hat vorher so ein bisschen gefehlt, finde ich cool, dass es jetzt so drin ist, weil da hat man es einfach so besser auf den Blick, welche Länder man befahren kann und welche nicht. So, ich hatte jetzt schon mal gestern eine kleine Route erstellt, ich bin sie noch nicht lang gefahren, ich habe mich nur hier ein bisschen umgeguckt und mal rumgetestet. Und zwar hatte ich erstellt, wir fahren bei Bern los, fahren durch die Serpentinen, fahren dann hier nach Zürich, von Zürich dann nach Konstanz, weil Konstanz ist noch gesperrt und wir wollen ja so nach und nach die ein oder andere Sache freischalten. Ich würde sagen, ich klicke mal auf Weiter und dann sind wir auch eigentlich schon bei der nächsten Neuerung, die eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist. Und zwar kann man sich jetzt alle verfügbaren Busse, die es als DLC gibt, hier im Spiel anschauen. Den hatte ich mir schon gekauft gehabt, aber diesen Bus besitze ich zum Beispiel noch nicht. Ja, wir sehen hier unten jetzt die Schaltfläche, DLC kaufen, man kann ihn jetzt nicht anpassen. Es ist einfach eine schöne Vorschau, dass man sieht, okay, den Bus könnte ich mir theoretisch im Steam Store für ein paar Euro kaufen und kann damit hier durch die Gegend äumeln. Da kann man sich den schon mal richtig schön vor dem Kauf quasi beäugeln und kann dann entscheiden, ja, den Bus will ich haben oder den Bus will ich nicht haben. Finde ich auch eine richtig coole Sache. Gut, dass sie jetzt sowas eingebaut haben, weil dann sieht man wenigstens wirklich, was man kaufen kann. Ja, sei es jetzt bei den Map-DLCs oder sei es jetzt bei den Bussen. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, hier gibt es auch noch einen DLC-Bus, weiteren Doppeldecker. Wir haben ja nur den Neoplan Skyliner, den da besitzen wir schon. Wie man sieht, es wurden auch die Flixbus-Skins angepasst. Also sie wurden jetzt auch ans neue Design angepasst. Man kann aber beim Anpassen oder Überanpassen sich wieder den alten Flixbus-Skin auswählen. Hier sehen wir noch einen weiteren Bus, den es als DLC gibt. Weiß ich nicht, VDL-Busse sind nicht so ganz meins vom Design her, aber okay, ist natürlich Geschmackssache. Aber cool, dass man sich die jetzt hier gescheit anschauen kann. Die habe ich alle natürlich nicht gekauft, wie gesagt, ist nicht so meins. Wobei ich hier den Doppeldecker eigentlich richtig interessant finde, so vom Optischen her, muss ich sagen. Sieht zwar hinten vielleicht ein bisschen krass aus, aber ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen, warum nicht? Ja, ich klicke hier gerade einfach mal so ein bisschen durch. Scania gibt es auch noch Busse, sind auch nicht optisch so hundertprozentig meins, aber trotzdem cool, dass man sich die anschauen kann, dass es die überhaupt gibt. Da haben wir nur drei Stück. Diesen kleinen, wunderbaren Bus besitze ich schon. Der war bei der Platinum Edition, glaube ich, dabei. Oder den gibt es kostenlos sogar auf Steam, glaube ich. Ich weiß es nicht. Den habe ich aber auch noch nicht gefahren. Keine Ahnung. Der reizt mich so überhaupt nicht. Aber cool, dass er dabei ist. Und dann gibt es noch so einen kleinen Mercedes Sprinter. Natürlich wieder ohne Stern, weil TML da keine Lizenz für hat für Mercedes-Busse. Aber man kann es, denke ich mal, ganz gut erkennen. Ist ja auch hier als MB einfach abgekürzt. Kann man sich auch als DLC kaufen. So. Dann haben wir uns da auch mal durchgeklickt. Ich würde sagen, wir fahren wieder irgendeinen MAN. Ja, nicht den Intercity, sondern auch nicht die DLCs. Ich wäre fast dafür, dass wir so einen kleinen Bus mal wieder nehmen. Für die Serpentinen ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Beziehungsweise mit dem wahrscheinlich schon schlimm genug, da durchzukommen. Aber ich habe irgendwie mal Bock wieder auf was Kleines, Kuscheliges hier. Ja, der wäre mir wieder zu groß für die Serpentinen. Da bewegen wir uns wieder so komisch seitlich hinten wahrscheinlich. Wobei, vielleicht, wenn jetzt die Physik angepasst wurde von den Fahrzeugen, vielleicht klappt es jetzt auch besser. Aber gut, ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so. Datum ist Aufnahmetag, Zeit ist Aufnahmezeit, Systemzeit, Wetter lassen wir dynamisch, Steuerungsmodus realistisch. Ich hoffe, vom Ton her passt es dann, wobei, nee, ich hatte ja kleine Testaufnahme gemacht. Ich muss dann gleich nochmal in die Einstellungen rein switchen und da nochmal ein bisschen was leiser stellen, glaube ich. Ich wollte es nochmal ein, zwei Stufen leiser machen. So, ich klicke einfach mal auf Spiel starten. Und dann starten wir auch schon rein. Ja, die ganzen Einstellungen, die ganzen Soundeinstellungen und so weiter waren alle leider weg. Außer die Tastenbelegung, die sind geblieben, aber Grafik und Soundeinstellungen waren weg.
Die musste ich neu einstellen. Und ich stelle jetzt erstmal das Spiel ganz schnell ein bisschen leiser. Bei 72 bin ich jetzt. Ich gehe mal runter auf. Ja, gehen wir mal runter auf. Ach, naja, wobei. Komm. 69. 69. Ich wollte eigentlich auf 70, aber 69 ist auch okay. Hauptsache, der Bus ist nicht ganz so laut, weil ich habe festgestellt, irgendwie hört sich alles jetzt noch lauter an bei dem Spiel. Ich war vorher, glaube ich, bei 75 rum bei den Aufnahmen davor. Aber jetzt hier bei der Beta muss ich noch ein bisschen weiter runtergehen. Aber ich denke mal, das passt jetzt so. So, ich melde schon mal an. Genau. So, da sind wir. Da sind wir. Und ich finde, man sieht so ein kleines bisschen Grafikunterschied. Irgendwie, es hört sich heute wieder extrem laut an. Moment, ich muss gerade mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. So. Ja, ich finde, man sieht so einen kleinen Unterschied, wenn man so vom Licht oder vom hellen Bereich in den dunklen Schattenbereich reinschaut. Das sieht alles ein bisschen dunkler aus, wo der Schatten jetzt ist. Genauso andersrum halt, wenn man im Schatten steht und guckt in die Sonne raus, wird man auch so ein bisschen wie geblendet. Sieht schon mal ganz cool aus. Ich glaube, den Effekt gab es vorher nicht. Ich finde, auch so sieht einfach alles ein bisschen schöner aus. Ich muss mich gerade nochmal rumdrehen und gucken, dass alles nachgeladen ist. Jawohl, ist es. Das ist auf jeden Fall unser Bus, mit dem wir heute unterwegs sind. Was Kleines, Knuffiges. Aber ich denke mal, für die Serpentin, das wird schon anstrengend genug sein, weil wir haben ja doofe KI hier unterwegs. Das ist ja die Sache. So, so sieht unser Bus von innen heute aus. Oh, mit schönen Panoramadächelchen hier oben. Sehr schön. Jawohl, das ist auf jeden Fall unser Bus. Zielanzeige aktivieren wir mal. War ja eigentlich schon wieder aktiviert, aber egal, lassen wir uns nicht von stören. Zündung starten, Motor starten. Und die Kiste schnurrt wieder. Wir können ja gerade mal aussteigen, damit wir den Sound nochmal hören. So. So muss ein Dieselbus klingen. So muss ein Dieselbus klingen. Sehr schön. Er ist aber extrem laut. Es kann sein, dass es auch immer noch zu laut ist, aber ich, ja, hatte vorhin eine Testaufnahme gemacht, da war ich bei 72, habt ihr ja gesehen, da war es gerade so okay, außer wenn ich direkt neben dem Motor gestanden habe. Deswegen sind wir jetzt nochmal ein bisschen runter. Ich denke mal, das passt jetzt. Ich hoffe, es passt jetzt. Weil ob es am Ende wirklich passt, sieht man dann wirklich erst, wenn man komplett die Fahrt aufgenommen hat und mal sich durch das Video switcht. Und ja, ich denke mal, dann wären wir soweit. Startklar, Klimaanlage machen wir noch. Gang rein, Bremse lösen. Ich kann ja auch schon mal hier alles einschalten. WLAN, Küchenfreigabe, WC geben wir auch schon mal frei. Warum nicht? So, dann können wir losäumeln. Ich hatte gestern bei der Probefahrt an der einen oder anderen Stelle so ein kleinere Ruckler. Das kann an der Umstellung liegen auf die Unreal Engine 5. Es war ja bei The Bus genauso. In der ersten Beta quasi mit der neuen Engine hat das auch alles ein bisschen geruckelt. Und mittlerweile läuft The Bus flüssiger als mit der Engine davor. Also denke ich mal, alles ganz normal, alles in Ordnung. Müssen wir halt jetzt mal in der Folge mit leben. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen trotzdem uns einfach mal das neue Beta-Update an. Weil es einfach so viele Neuerungen schon drin hat. Und natürlich TML-typisch läuft es halt trotzdem schon. Ja, ist noch nicht so hundertprozentig performant vielleicht, aber es läuft auf jeden Fall. Vielleicht hat mein Computer ja auch heute einen besseren Tag und es ruckelt weniger. Ich habe nämlich das Gefühl, es ruckelt gerade weniger. Mein Computer hat manchmal so Tage, da ist er irgendwie ein bisschen ruckelig unterwegs und dann, ja, am nächsten Tag auf einmal läuft er wieder. Keine Ahnung warum, ich kann es nicht nachvollziehen. Weil selbst wenn er so einen ruckeligen Tag hat, ich denke mir, okay, heute ruckelt er wieder ganz schön, starte ich einfach mal neu. Bringt dann auch nichts, aber wenn er dann mal so ein paar Stündchen steht auf einmal, dann läuft er wieder besser. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber egal. Aber egal. Ansonsten läuft er ja. Also alles gut. Alles gut. So, fahr mal los, Kollege. Fahr mal los, Kollege. Ja, als ich auch das erste Mal jetzt wieder nach dem Update in den Bus eingestiegen bin, hatte ich hier wunderbares Radio laufen. Das Radio war auch wieder automatisch an. Das ist eigentlich zu cool. Also ich würde jedem empfehlen, wenn er Fernbus-Simulator hat, schaltet euch einfach das Radio während der Fahrt ein. Das ist einfach extrem gechillt, dann durch die Gegend zu äumeln. Da hat man so ein bisschen Beschäftigung nebenbei, beziehungsweise kann da schön zuhören, ein bisschen Musik hören. Während der Fahrt ist wie, als würde man wirklich im Auto sitzen oder im Bus und würde einfach durch die Gegend fahren und ein bisschen Musik hören zum Entspannen. Und ja, ich muss sagen, die Steuerung fühlt sich schon ein bisschen anders an. Also man merkt schon, dass eine andere Physik jetzt da ist. Ich würde sagen, es fühlt sich ein bisschen besser an. Es ist nicht mehr ganz so schwammig. Es ist nicht mehr ganz so schwammig. So, wir haben hier wieder so eine wunderbare Haltestelle, bei der wir wieder rückwärts fahren müssen dann. So, ich muss auch noch die Klimaanlage ein bisschen wärmer stellen. Ich mach gerade mal die Bremse rein. Da gehen wir mal auf 22,5, wie immer, damit die Frauen nicht frieren im Bus. So, und ja. Hallo, herzlich willkommen bei Flixbus.
Gepäck bitte einmal reinschmeißen und ich kontrolliere jetzt auch erstmal die Fahrkarten. Nach Zürich sollte passen. Sollte passen, Zürich passt. Konstanz Busbahnhof. Ja, du bist auch mit? Alles klar. Okay. Konstanz Zürich, Konstanz Busbahnhof. Konstanz Busbahnhof, der Bus ist wieder so laut. Der Motor ist echt laut. Er ist jetzt, habe ich das Gefühl, noch lauter als vorher. So. Alle drinne? Alle drinne. Gut, machen wir zu. Hat er gar keine Gepäck reingeschmissen, oder? Habe ich gerade falsch gesehen. So, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 11.23 Uhr haben wir, 11.35 Uhr sollen wir los. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Kleinen Powernap gemacht und weiter geht's. So, Tür ist jetzt erst zu. Tür ist jetzt erst zu. So. Es ist halt immer noch so, wenn man hier so früh da ist, steht die ganze Zeit, es kommen keine Fahrgäste hinzu. Das finde ich ein bisschen schade. Normalerweise, wenn man ja eine halbe Stunde zu früh da wäre, wäre ja noch keiner an der Haltestelle, denke ich mal. Und die würden dann erst nach und nach kommen und das fehlt halt auch so ein bisschen. Aber gut, ist eine Kleinigkeit, ist eine Kleinigkeit. Aber dann hätte man wenigstens einen Grund, wirklich zu warten, bis die Uhrzeit halt da ist zum Abfahren. So weiß ich halt, es kommt keiner mehr, ob ich jetzt die Minute da länger stehe oder nicht. Ich krieg dafür auch keine Strafe. Naja. Falls ihr übrigens wieder ein lautes Gebrumme hört im Hintergrund, Logitech G25 lässt grüßen. Die alte Knatterkiste, das alte Lenkrad. Okay, der ist auf der äußeren Spur unterwegs, dann kann ich los. Ich würde sagen, ich lasse gerade einfach mal die Ansage laufen, oder? Die darf ja nicht fehlen, sonst kriege ich bei einer Kontrolle wieder eine auf den Deckel. Und das brauche ich eigentlich nicht. So, ich bin mal ruhig in der Zeit. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt... Alter, die sind ja alle wahnsinnig heute! Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we sent you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey. Enjoy traveling with Flixbus.
Sag mal, was ist das denn für ein Linksspurschleicher hier? Das ist ja der Wahnsinn. Alle fahren rechts vorbei. Der fährt mit... Ja, okay, gerade ist 70 erlaubt. Aber ey, die fahren rechts alle schneller und überholen den. Dann mache ich das auch. Wenn mich die Polizei stoppen würde, könnte ich sagen, der Linke hat mich auf, zu einer Straftat verleitet. Ich kann nichts dafür. Was ein Schleichkopf. Ich hasse sowas ja im realen Leben total. Okay, ich bin gerade ein bisschen flott unterwegs. Ich gebe es zu. Aber man muss trotzdem nicht mit 60, 70 die ganze Zeit, wo noch kein 70 war, auf der linken Spur schleichen. Das muss nicht sein. Ja, direkt am Anfang die Situation, als dieses TML-Fahrzeug, also DHL in Anführungszeichen, von rechts einfach auf die linke Spur rübergewechselt ist, wo wir waren. Das war schon haarscharf und dann kommt noch so gestörter LKW im Gegenverkehr entgegengerast, der fast noch bei mir auf die Spur kippt. Was war denn da los? Ich will natürlich wieder versuchen, ohne Unfall hier durchzukommen, aber wenn es jetzt schon wieder so krass losgeht, ich sehe da ein bisschen schwarz, aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass nichts passiert. Wobei es bei den Serpentinen dann wieder richtig hart wird, keinen Unfall zu bauen, weil die KI einfach extrem dämlich ist und einen richtig auf den Sack geht an den Stellen. Deswegen will ich mir ja gerne diesen Tourist Bus Simulator holen, weil ich glaube, da ist die KI so ein bisschen schlauer, was so Sachen betrifft. Ich würde es auch sehr hoffen. Okay, der ist ein bisschen schnell links. Da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Entschuldigung, den habe ich nicht gesehen. Der war zu klein. So, jetzt müsste aber frei sein. Okay, jetzt fährt der Skoda auch noch vor mich. Und der fährt jetzt bestimmt auch nur 50. Okay, jetzt ist die Autobahn anscheinend eh vorbei. Boah, was ein krasses Autobahnende. Ich mach mal Warnblinker an. Wehe, mir fährt einer hinten drauf. Ich habe extra Warnblinker an, weil wir hier stehen. Wo hängt's? Reißverschlussverfahren und so. Ja, komm, du darfst. Komm, fahr. Oh, das war die Ansage. Nein, kann ich die wieder ausknipsen? Kann ich die wieder... Ja, fahrt doch alle vor. Ich will die... Nein, ich will die Ansage nicht hören. Ansage aus. So. Nicht mit mir. Einmal reicht. Einmal reicht. So. Dann geht's jetzt los. Ich glaube, jetzt kommt der etwas anstrengendere Bereich. Ja, wir sehen schon die Kurven. Richtig einladend. Richtig einladend mit dem Bus. Ich finde aber die Rechtskurven, die sind einfach am schlimmsten. Ich muss jetzt schön auf die Gegenfahrbahn rüber, wenn mein Bus mal beschleunigen will. Und da kommt ein LKW. Und da kommt ein LKW. Bleibt der bitte stehen? Bleib stehen. Bleib so stehen, dann komme ich rum. Bleib stehen. So ist fein. Ganz fein gemacht. Kriegst ein Leckerchen. Okay, erste Kurve überstanden. Erste Kurve überstanden. Okay, die Kurve sieht auch nicht ganz so angenehm aus. Aber ich denke mal, wir kriegen mal hin. Weil wir können hier vorne ein bisschen rausfahren. Okay, da kommt ein Auto, aber das... Passt schon. Hier können wir ein bisschen vorne mit der Schnauze über die Straße rüberfahren. Dann bin ich auf meiner Spur drauf, dann passt es. Okay, geschafft. Nächste Kurve. Wir haben noch ein paar vor uns. Wir haben noch ein paar vor uns. Oh, die sieht verdammt steil aus. Und ich kann hier nicht rumgucken. Ich sehe nicht, wann da jemand kommt. Richtig unangenehme Stelle. Ich gebe mal Vollgas. Auto, verdammt. Da, so komme ich nicht rum, Kollege. So komme ich nicht rum. Ah. Ich kann auch nicht wirklich zurückfahren. Okay, ich kann mal versuchen, ein bisschen so. Dann können die vielleicht weiterrollen. Mein Bus fährt nicht an. Hilfe! Ja, ich weiß auch warum. Wir setzen so ziemlich auf. Und wobei, nee, es geht noch. Aber... Die Räder dreht durch. Das ist, was ich meine. Die KI im Thermosimulator ist eigentlich zu blöd für solche Straßen. Nee, mein Bus fährt hier nicht an. Ich kann auch jetzt so überhaupt nicht rückwärts fahren eigentlich. Ich komme so nicht um die Kurve. Ich kann weder so einschlagen noch andersrum. Und ich hänge gleich hinten an der Mauer dran, aber ich... Das ist das, was ich gemeint habe. Die KI im Thermosimulator ist eigentlich zu blöd für solche Straßen. Okay, mein Bus hat wieder Grip. Bus halt wieder Grip. Wir müssen gerade so ein bisschen von der Straße abkommen. Es hat auch gescheppert, weil wir ein bisschen aufgesetzt haben. Aber es geht einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was gescheppert hat, weil eigentlich war da nichts zum Rammen. Aber egal.
Ja, das ist, was ich halt immer meine. Das ist total die coolen Straßen. Ich liebe so Situationen, aber ich finde, die KI müsste da halt auch ein bisschen mitspielen. Genauso wie hier. Ich kann jetzt nicht rüberfahren. Wenn da jetzt was kommt, genauso wie jetzt, muss ich hoffen, das Fahrzeug kommt vorbei. Jetzt kommt natürlich ein fetter LKW. Oh, der hat mich fast gerammt. Was geht denn hier ab? Ja, ich glaube, wir haben die Felswand gerammt. Wobei, nee, eigentlich nicht. Dann war der LKW in uns reingefahren hinten. Dann war der LKW in uns reingefahren, ist aber einfach weiter. So, jetzt kann ich wieder nicht anfahren. Also runterfahren ist angenehmer als hochfahren. So, jetzt auf einmal geht's wieder. Jetzt hat es zweimal gescheppert. Ich weiß nicht, ich glaube, der eine Rückspiegel von dem LKW hatte meinen Bus hinten berührt. Deswegen hat es gescheppert gehabt. Aber der ist einfach weitergefahren. Mein selbst dran schuld, der sieht, dass da ein Bus rum will und fährt trotzdem weiter. So, der hätte auch schon wieder mal stehen bleiben können, aber nö. Aber gut, hier konnte ich jetzt wenigstens ein bisschen ausholen. Ich liebe diese Straßen, aber die KI ist wirklich zu blöd für sowas eigentlich. Also da ohne Unfall, ohne Scheppern durchzukommen, ist schon echt eine harte Nummer. Wie gesagt, eigentlich haben wir gerade auch keinen Unfall gebaut, aber laut Spiel schon. Einmal, als wir von der Straße ein bisschen abgekommen sind, hat es gescheppert, warum auch immer. Und als der LKW uns angeblich berührt hat, aber uns eigentlich gar nicht berührt hat, weil er ist ja weitergefahren. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, durch die engste Stelle. Ich meine, ich mag so Herausforderungen, aber halt, wenn halt die KI einen so wirklich komplettes Bein stellt, dass man eigentlich gar nicht mehr vor und zurück kann und der Bus auch selber nicht anfährt irgendwie, weil er zu steil, keine Ahnung, Räder durchdrehen, was weiß ich. Das ist dann schon ein bisschen blöd. So, das war jetzt auch knapp, dass wir nicht von der Straße abgekommen sind, aber ich musste so fahren, weil ich Angst hatte, dass KI entgegengeschossen kommt. So, hochkonzentriert, auch wieder enge Kurven. Okay, passt aber. Im Trailer vom Tourist Bus Simulator sieht man auch so Serpentinen. Da sieht man aber, dass die KI stehen bleibt. Sobald sie irgendwie wahrnimmt, dass da jemand um die Kurve fährt, bleibt die KI anscheinend stehen und gibt dem dann Vorfahrt, wenn da ein großes Fahrzeug kommt. So ist es ja richtig, aber das ist halt hier im Fernbus-Simulator nicht drin. Übrigens noch eine Neuerung. Alle DLC-Busse sind jetzt auch als KI-Busse unterwegs. Auch richtig cool, dann kann man sich schon mal den DLC-Bus hier während der Fahrt anschauen. Auch eine coole Sache, finde ich. War vorher auch nicht so. Ein bisschen schnell, ich habe schon wieder so einen Bleifuß. Wir dürfen nur 60 fahren, ich fahre ja einfach mal 80, beziehungsweise jetzt sind wir bei 60 circa angekommen. Da kommt die Polizei, ja, passend noch abgebremst. Passend noch abgebremst. So, ich würde gerne, wir haben hier wieder so eine schöne Position, boah, nicht die Polizei ran, einmal in den Fotomodus wechseln. Einmal in den Fotomodus wechseln und dann hier, irgendwie finde ich, sieht auch das Grünzeug ein bisschen cooler aus. Ich weiß nicht, ob es an der Engine liegt. Aber wie machen wir denn das Fotochen? Machen wir einfach so, oder? Machen wir einfach so. Bild aufnehmen. Aber da können wir auch eigentlich nochmal so eins machen. So. Bild aufnehmen. Dann haben wir das auch erledigt. Dann habe ich schon mal ein Fotochen für die Folge. Ups, falscher Knopf. So. Sind wir wieder zurück. Ohne Unfall. Nur einmal leicht gegens Mikro gehauen. Alles klar.
Enge Kurve. So, wie sieht's aus, lieber Verkehr? Ich meine, ich komme hier eigentlich rum, aber sicherheitshalber warte ich, bis kein Auto mehr kommt. Dann kann ich hier ein bisschen entspannter rumfahren und dann kommt natürlich ein LKW. Aber geschafft. Aber geschafft. So, endlich wieder Autobahn. Wir haben den anstrengenden Part geschafft. Eigentlich ohne Unfall, aber wegen dummer KI mit Unfall. Sagen wir es mal so. Muss man ja auch immer unterscheiden. Es kann aber auch sein, dass wir an der einen Stelle mit dem Spiegel an der Felswand waren. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Entweder war es der LKW-Spiegel, der uns berührt hatte, oder es war halt mein Spiegel, der gegen die Felswand ist. Aber ich glaube, da waren wir auch noch ein bisschen weit von entfernt. So, ich mach gerade mal Tempomat ein. Für den Bussimulator 21 wurden übrigens auch wieder neue Sachen angekündigt. Wenn wir hier schon gerade am Busfahren sind, kann ich das ja mal erwähnen. Bussimulator 21 soll, soweit ich weiß, ich glaube, es war ein kostenloses Map-Erweiterungspack bekommen. Und das heißt bestimmt auch wieder neue Missionen, natürlich Map-Erweiterung, klar, neue Landschaft, neue Städte, neue Gegenden. Kann man auch wieder neue Busfahrlinien erstellen. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Ich habe voll lange nicht mehr reingeguckt in das Spiel, obwohl es eigentlich cool ist und so auch Multiplayer hat. Man könnte zusammen quasi da durch die Gegend fahren mit dem Bus. Wäre natürlich auch ganz cool, wenn man das mal machen würde. Werden wir auch auf jeden Fall dann mal reinschauen, wenn das Update da ist. Soll aber, glaube ich, erst im Mai irgendwann kommen. Ist noch ein bisschen hin. Das ist noch ein bisschen hin. Aber ich meine, es war ja schon klar, dass da irgendwas noch kommt. Das hat man ja schon so ein bisschen erahnt. Man hat ja schon so ein bisschen sehen können, dass da an der Map gearbeitet wird, gewerkelt wird. Okay, wir machen hier ein Wettrennen gegen ein TML-Fahrzeug. Okay, hat gewonnen. Nee, hat nicht gewonnen. Die bremsen da vorne. Tschüss. Und da drüben steht ein Müllwagen auf der Autobahn. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ist langsam wieder am Anfang. Also die rechte Spur, die staut heute ein bisschen. Und da kommt es fast immer zu Zusammenstößen. Und ich raste da mit 100 km/h dann auf der linken Spur dran vorbei. Mutig, mutig. Ich warte ja drauf, dass irgendeiner rüberzieht, statt zu bremsen. Okay, jetzt staut es aber auf der linken Spur. Alles klar. Na gut, wir sind auch sowieso bald in Zürich angekommen. Jetzt nur noch 80, darf man nur noch fahren. Ich würde dann gerne auch bald mal rechts rüber wechseln. Aber die fahren alle ziemlich zügig rechts. Vielleicht nach dem Auto. Ne, nach dem Auto kommt noch was. Nach dem Fahrzeug jetzt vielleicht. Bin drüben. Was ist denn das für eine Kurve? Zählt sogar noch zur Autobahn. Ab hier ist die Autobahn erst vorbei. Ja, krass. Ja, krass. Aber man merkt, so ein bisschen ruckelt es. Also es sind öfter so kleinere Ruckler da. Aber wie gesagt, das war bei The Bus genauso. Die erste Version mit Unreal Engine 5 war auch so ein bisschen ruckelig und dann von Update zu Update wurde es flüssiger. Jetzt ist es viel flüssiger als die Version quasi mit der Unreal 4 Engine. Also alles gut. Ganz normale Entwicklung, würde ich sagen. Ist ja cool, dass sowieso nach so langer Zeit das Spiel nochmal so aufgewühlt wird quasi. Dass die Engine nochmal komplett umgestellt wird, nochmal ein paar Systeme überarbeitet worden sind und, und. Und ich meine, den Fernbus-Simulator gibt es schon einige Jahre. Und jetzt kommt nochmal so ein Update. Ich meine, klar, das ist natürlich, weil halt jetzt Fernbus-Simulator auch für die Konsolen kam. Da hat man eh nochmal dran rumgeschraubt, aber trotzdem cool, dass man die PC-Spieler nicht vergisst. Auf jeden Fall.
Irgendwie, ich habe gerade auf mein iPad geguckt, weil ich hatte gerade mal wieder per DPD ein Paket bekommen. Wie immer die Freitagsessenslieferung von HelloFresh. Und finde es immer lustig. Anscheinend klingeln die von DPD immer und wählen auf ihren Computerchen schon mal aus, dass das Paket abgestellt wurde. Und dann warten sie noch 2 Sekunden an der Tür und dann rennen sie weg. Das ist, weil ich kriege immer die Mail, obwohl ich es eigentlich in die Hand nehme. Also überreicht es mir wirklich. Und trotzdem kriege ich dann eine Mail geschickt, ja, mein Paket wurde am Ablageort hinterlegt. Ist irgendwie merkwürdig. Ist irgendwie merkwürdig. Naja. Ja, ich muss natürlich wieder im Fernbus-Simulator eigentlich über Essen reden. Weil ich bin ja der Simulations- und Essenskanal. Weil irgendwie unterhalten wir uns so oft auch im Livestream oder Plaudereck oder was weiß ich, immer irgendwie über Essen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal bei mir auf dem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Fernbus-Simulator erzählt hatte, dass wir öfters mal fehlende Zutaten haben in letzter Zeit bei HelloFresh. Und dann wurde uns ja gesagt gehabt im Chat, oder es wurde im Chat, als ich mit HelloFresh gechattet hatte, weil wieder mal eine Zutat gefehlt hat, wurde mir gesagt, dass mein Paket jetzt extra doppelt kontrolliert wird, bevor es rausgeschickt wird. Beim letzten Mal war kein Aufkleber dann quasi auf den Tüten drauf. Und ich dachte, okay, entweder haben sie es heimlich irgendwie kontrolliert, was heißt heimlich kontrolliert, haben halt einfach nicht gekennzeichnet, dass sie es doppelt angeguckt haben. Oder sie haben es nicht kontrolliert. Oder. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber diesmal, seitdem ich mich wieder mal beschwert hatte, dass eine Zutat gefehlt hat, diesmal ist ein Aufkleber drauf, dass es zweimal kontrolliert wurde. Beziehungsweise einmal abgefüllt, einmal nachgeschaut. Ja, also dass es nochmal kontrolliert wurde. Also scheinen sie es wirklich zu machen, oder? Warum sie es beim letzten Mal dann nicht gemacht hatten, keine Ahnung. Aber anscheinend jetzt scheinen sie die Pakete zu kontrollieren. Finde ich gut. Ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn so an sich mal eine Zutat fehlt, ist ja eigentlich egal. Dann geht man auf die Seite bei denen, dann kann man da angeben, ja, Zutat fehlt bei dem und dem Gericht. Dann kann man das einfach auswählen, dann kriegt man eine Gutschrift von 2,88 Euro. Warum dieser krumme Wert? Keine Ahnung. Ja, aber ist halt ärgerlich, wenn du dann deswegen einkaufen gehen musst, weil ich meine, wir haben es jetzt bestellt, damit wir nicht hier Lebensmittel einkaufen gehen müssen. Und dann fehlt eine Zutat und dann musst du wegen einer Zutat losrennen. Ich meine, bei uns ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil Katrin arbeitet ja im Einzelhandel. Da sage ich dann einfach Bescheid, hier, du, die Zutat fehlt, kannst du mir das bitte, oder kannst du uns das bitte mitbringen? Na, ist das Thema erledigt, aber ja. Letztens war halt einmal der Fall, da hat eine Zutat gefehlt gehabt, das war das letzte Gericht, was wir hatten. Wir hatten auch weiterhin nichts zu Hause mehr. Und da hat halt die Hauptzutat gefehlt oder einer der Hauptzutaten. Hatte ich ja, glaube ich, erzählt gehabt in der letzten Folge. Und da musste ich deswegen extra losrennen, musste einkaufen gehen und das macht halt dann keinen Spaß. Das macht halt dann keinen Spaß. Es war halt auch ärgerlich, besonders die ersten 3, 4 Wochen oder so, die wir da bestellt hatten, war halt immer alles in Ordnung und dann auf einmal hast du gemerkt, okay, jetzt fehlt mal das, die Kleinigkeit, jetzt fehlt mal das und dann, ja, fehlt mal das. Das nervt halt dann irgendwann. Und jetzt, wie gesagt, jetzt seitdem ich mich beschwert hatte, im letzten Paket war wieder alles dabei. Und jetzt ist es angeblich kontrolliert worden, dass alles drin ist. Jetzt ist ja ein Aufkleber drauf. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wirklich dann alles drin ist oder nicht. Wie gesagt, es kann ja mal schief gehen, aber halt nicht dann 3, 4 Wochen am Stück. Erst 3, 4 Wochen am Stück alles in Ordnung sein und dann 3, 4 Wochen am Stück fehlt irgendwas. Das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Und ich meine, die 2,88 Euro, was man da gut geschrieben kriegt, Gewinn macht man dadurch auch nicht. Also eine Entschädigung ist es auch nicht wirklich. Das ist... So, bedenkt, bei uns hat er der Brokkoli gefehlt gehabt und ich habe Brokkoli dann nur in größerer Variante quasi einkaufen können. Hat auch 2,60 Euro oder so gekostet. Wenn ich dann noch die Spritkosten rechne und was weiß ich, dann habe ich da mehr für jetzt ausgegeben als eigentlich bei HelloFresh. Ich meine, die 2,88 gleichen es ein bisschen aus, aber dann noch den Ärger, den man hat und was weiß ich. Naja, was will man machen? So, wir sind angekommen. Ich sollte vielleicht auch hinten mal die Tür aufmachen und nicht nur vorne. Wir haben ja 2 Türen. So, hallo. Herzlich willkommen bei Flixbus. So, einmal noch Konstanz. Sollte passen. Boah, Moment mal, Leute. Mir fliegen hier die Ohren weg. Wir fliegen die Ohren weg. So. Ah, er brummt immer noch nach. Jetzt ist er aus. Druckluft entweicht.
Sehr cool gemacht. Ist das auch neu, oder? Sehr freundlich. Moin. Jetzt klackert der Motor immer noch, weil er warm ist. Sie wollen schon auch. Das ist ja cool. Das fällt mir gerade erst auf. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Hallo. Fahren Sie in meine Richtung. Cool. Aber das ist cool. Das ist ja wirklich so. Auf geht's. Grüezi. Hier habe ich noch ein paar Leute. Sie wollen bestimmt sehr freuen. Ja, ich würde gerne das Ticket sehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alle drin, ne? So, dann schmeißen wir den Bus mal an. Der war echt unerträglich laut. Neutrale Position mit dem Gang. Wo sind wir jetzt? So. So, machen wir mal alles zu. Okay, 13:46 sollen wir da sein, 13:48 abfahren, wir sind genau pünktlich. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ah, hier ist wieder Werbung für Flashbass FM. So, jetzt sperrt mich YouTube, weil ich hier eine Frau gezeigt habe, die wenig begleitet ist. Na, super. Manchmal hat man es schwer. Ich denke mal, da wird YouTube nicht reagieren bei sowas. Keine Ahnung. So, Folge der Navigation zur Endhaltestelle, das werden wir machen. Zürich ist unsere Zürich ist nicht unsere Endhaltestelle, oder war es Zürich? Wo fahre ich denn überhaupt nochmal hin? Konstanz war es, ich wollte schon sagen, Zürich sind wir doch gerade. Ich bin ein bisschen verwirrt wieder, ja, ein bisschen abgelenkt. Ich bin ein bisschen abgelenkt, aber was will man machen? Das muss ich mir auch immer noch holen, ich sag's immer wieder. Sobald ich das Spiel wieder ausmache, habe ich es wieder verdrängt. Ich meine, es wäre mal was anderes, wenn man ein Survival-Game auf dem Kanal. Ich habe ja sowieso in letzter Zeit, eigentlich hätte ich nicht so viel rumprobieren sollen, ich habe ja sowieso spieltechnisch ziemlich viel getestet auf dem Kanal in letzter Zeit. Ja, Hogwarts Legacy, keine Simulation, habe ich mir gedacht, okay, probieren wir einfach mal aus. Wie es ankommt, gucken wir einfach mal, ja. Läuft so, naja, müsste ich eigentlich beenden, weil es halt einfach sich nicht lohnt. Aber ich finde das Spiel halt einfach zu cool, um das abzubrechen, ehrlich gesagt. Company of Heroes ist ein Kriegsstrategiespiel, eigentlich auch eine total coole Reihe. Der tritt... Oh, ich muss andersrum. Ich muss links lang. Kann aber auch, glaube ich, jetzt einfach da vorne links fahren, oder? Ja, ist komplett egal. Company of Heroes 3, ja, hat mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ist zwar auch ganz cool... Aber wird halt auf dem Kanal auch so gut wie gar nicht gesehen. Das heißt, dieses Projekt werde ich auch wieder beenden müssen. Sehr schade. Ich werde es dann privat weiterspielen und aber ich denke mal, Company of Heroes, wenn ich das rausschmeiße. Ich glaube, Company of Heroes hat zwar mehr Views als Hogwarts Legacy, aber Hogwarts Legacy liegt mir einfach mehr am Herzen. Das Projekt würde ich einfach viel lieber beenden als Company of Heroes. Ich passe hier durch, oder? Ich frage nur für einen Freund. Ja, passe ich. Ich habe auch kein Schild gesehen mit einer Höhenangabe. Aber gut, passt. Ja, wir fahren einen kleinen Umweg. Wir gucken uns ein bisschen Zürich an. Ihr wollt jetzt nicht da vorne rückwärts fahren an der Bushaltestelle. Gucken wir einfach so einen kleinen Umweg. Wir sind aber gleich wieder auf der normalen Strecke. Kerbal Space Program 2 wollte ich eigentlich auch zeigen, kostet aber 50 oder 60 Euro, ist schweineteuer und soll schlechter sein wie der erste Teil, deswegen habe ich es mir noch nicht gekauft. Ich bin am überlegen, ob wir uns vielleicht den ersten Teil einfach mal anschauen, ein, zwei Folgen. Weil den besitze ich ja. Aber da muss man sich halt auch erstmal richtig heftig wieder reinarbeiten, das ist halt auch so die Sache. Brauchen wir auch wieder Zeit, aber gut. Ist irgendwie so ein bisschen schade, dass die neuen Teile... oft verhunzt werden. Ich meine, Kerbal Space Program 2 ist jetzt auch erstmal eine Early Access Version, aber es steht halt, ist halt nicht sehr gut bewertet auf Steam aktuell, der Early Access, obwohl die Leute schon Rücksicht nehmen, weil es ein Early Access Titel ist. Und es sollen einfach voll viele Funktionen nicht drin sein. Leute sagen, ja, das ist noch nicht mal eine Beta, wahrscheinlich eher eine Alpha Version, die man da als Early Access verkauft und das ist halt dann nicht so gut. Company of Heroes 3 ist halt auch... Wenn man sich das Spiel so anschaut und mit dem Vorgänger vergleicht, ja, im zweiten Teil hatte man eine deutsche Synchro. Die deutschen Gegner haben Deutsch gesprochen. Im dritten Teil sprechen die deutschen Gegner Englisch. Wir haben keine deutsche Synchro. Die Grafik ist schlechter bis gleich wie der zweite Teil. Der zweite Teil kam vor 10 Jahren, glaube ich. Das
alles nicht so das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Und dann hat man natürlich das Spielprinzip von Company of Heroes komplett über den Haufen geworfen durch dieses Total War System. Was ja auch dann so fragwürdig ist, ja. Also vorher Company of Heroes 2 ist schon lange her, aber ich kann mich dran erinnern, man hatte eine coole Story, man hatte da richtig Bock drauf gehabt, das weiterzuspielen. Man ist von einer Schlacht in die nächste gezogen, war richtig cool inszeniert, hat richtig Bock gemacht. Jetzt durch dieses Total War System irgendwie hat man keine wirkliche Bindung zu der Story. Man kriegt extrem viele Sachen nicht erklärt, man weiß nicht, was man eigentlich da machen soll, warum, wieso, weshalb. Man findet es per Zufall, wenn man Glück hat, raus, was man alles machen kann, aber das ist halt irgendwie dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, allein, dass die Grafik halt nicht ganz so geil ist. Jetzt 10 Jahre nach dem zweiten Teil. Ist halt auch nicht so schön. Ich bin zwar nicht so, wie gesagt, die Grafikhure, aber ich finde halt, man sollte eine Verbesserung sehen von einem alten Teil, der 10 Jahre her ist, zu einem neuen Teil. Sollte man schon sehen. Genauso der Sound. Der Sound war im zweiten Teil auch besser als jetzt im dritten. Im zweiten Teil hast du, wenn da irgendeine Granate eingeschlagen ist oder sowas, hast du zusammengezuckt. Musstest du quasi, weil es einfach zu krass war. Im dritten Teil hört sich alles, wir haben so bei Steam geschrieben, es hört sich an, als würde man einen Böller werfen. Da kommt halt auch kein Feeling auf. Ich weiß es nicht. Und ich kenne, wie gesagt, die Total War-Reihe, die Serie. Mein Vater hat da Teile gespielt. Ich hatte mir auch mal einen Teil gekauft gehabt, weil ich es eigentlich optisch ganz cool fand. Ich habe die Schlachten gemocht, wenn man da mit tausende Menschen gegen tausende gekämpft hat. War total cool, aber dieses taktische irgendwie Städte erobern auf der taktischen Übersicht und so, das war dann nie so meins. Deswegen habe ich dann mit dem Spiel auch wieder recht schnell aufgehört gehabt und habe noch so ein paar Schlachten gemacht und gut war's. Dass halt jetzt Company of Heroes mit sowas quasi da vollgedrückt wird, ist meiner Meinung nach der falsche Titel. Hätte man lieber Total War Zweiter Weltkrieg gemacht. Da hätten die Leute, die Total War lieben, die hätten das wahrscheinlich gefeiert. Genauso wie ich es halt komisch finde, man ist in der Kampagne quasi mit einer Panzerkompanie unterwegs, greift eine feindliche Stellung an, es kommt zur Schlacht und dann beginnt die Schlacht und man hat keinen einzigen Panzer. Das Einzige, was man, glaube ich, hat, wenn man mit einer Panzerkompanie unterwegs ist über der taktischen Karte, man kann rechts an der Seite, glaube ich, einen Panzer nachfordern. Einen. Ansonsten ist alles gleich, mit egal welcher Truppe du unterwegs bist, du kannst halt dir ein Panzergebäude, dann eine Panzerwerkstatt dann bauen und dann kannst du Panzer erstellen. Ja, aber warum man dann diese Truppenunterschiede überhaupt hat, ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden, beziehungsweise ergibt so wie es ist nicht wirklich Sinn für mich. So, ich halte gerade mal Licht ein, weil im Tunnel hier ist doch ein bisschen dunkel. Bevor ich noch Ärger kriege, ich bin sowieso wieder viel zu schnell. Genau. Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Im Tunnel. Aber wenn ich das schaffe, da zu fliegen, dann ist gut. Wobei, in GTA kann man auch in den Tunneln fliegen. Schaffe ich auch hier. Tommy Tours hat es halt immer ein bisschen eilig. Wobei, in The Bus, wenn ich Zeit habe laut Fahrplan, dann bin ich auch entspannt unterwegs. Dann habe ich ja keinen Zeitstress. Ich wollte ja auch eigentlich die Open Beta von Notruf zeigen. Da sind jetzt die Dachstuhlbrände dabei in der Open Beta. Neue DLK-Steuerung und vieles, vieles mehr wurde angeblich gefixt und ausgebessert oder verbessert oder neu gemacht oder. Ich hatte ja auch schon angefangen aufzunehmen, hatte ich ja bei Discord geschrieben gehabt, weil ich gefragt wurde, ob ich gerade im Notruf aufnehmen bin. Habe ich gesagt, ja, aber ich habe es jetzt abgebrochen, weil ich hatte tatsächlich im zweiten Versuch einen Dachstuhlbrand reinbekommen. Bin dann mit der DLK hingefahren, habe eine Sache anscheinend falsch geklickt. Ich konnte nichts mehr machen, die KI konnte nichts mehr machen. Es war einfach vorbei. Und dann habe ich so einen Hals gekriegt, dass wenn man sich einmal vertippt oder keine Ahnung, vielleicht habe ich mich nicht mal vertippt, sondern das war einfach so ein Bug, weil meiner Meinung nach habe ich nichts Falsches angetippt und es einfach direkt wieder nicht funktioniert. Das halt bei der Beta direkt beim ersten neuen Einsatz, das hat mich halt wieder so aufgeregt, dass ich dann abgebrochen habe. Ich bin am Überlegen, ob ich es nochmal versuche, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr bei Notruf die DLK zu bedienen, weil die war vorher einfach schon Katastrophe von der Bedienung, hat oft nicht funktioniert oder man konnte sie die ganze Zeit nicht richtig einsetzen und jetzt halt mit dem Open Beta Update.
Ich wollte es zeigen, ich wollte es probieren und klar, dass ein Open Beta Fehler beinhaltet, ist mir klar, aber nicht, dass wenn ich direkt beim ersten Versuch schon wieder nichts funktioniert, das ist halt dann, das ist für mich dann halt was, wo ich mir denke, okay, sowas muss doch direkt wieder auffallen eigentlich, bevor man das an die Leute rausschmeißt oder an die Leute gibt. Und ich war halt nicht, bin ja nicht der Einzige. Ja, wenn man so bei Discord geguckt hat, da, wenn da überhaupt noch jemand irgendwie was schreibt, dann ja, sieht man sehr schnell, dass viele, viele Bugs vorhanden sind, wo man sich dann denkt, ja Leute, dann hättet ihr das vielleicht noch nicht rausgeben sollen. Aber naja. Ich hoffe, dass es dann in der fertigen Version, im fertigen Update dann wenigstens richtig funktioniert. Würde ich auf jeden Fall feiern und dann gucken wir uns das da einfach nochmal an. Dann vielleicht funktioniert es ja dann mal und dann darf man vielleicht auch mal was Falsches drücken. Ich glaube, ich werde warten, bis es dann in ein paar Wochen vielleicht funktionierend rausgegeben wird für alle. So, ich halte gerade mal das Licht an, mal wieder. Wir fahren nämlich in den nächsten Tunnel. Den sehen wir ja auch an dem Schild. Licht einschalten, Tunnel. So, 70 dürfen wir fahren. Ich halte gleich mal den Tempomat ein. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch gleich schon am Zielort angekommen. Sehr cool. Was mir aber auch positiv aufgefallen ist, ich darf ja nicht nur Negatives sagen. Ja, ich will natürlich immer auch positive Sachen benennen. Was mir positiv aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es gerade halt in dem Moment mal funktioniert hat, war im Beta-Update von Notruf, war es so, irgendwie ruckelt der Tunnel hier heftig. Im Beta-Update von Notruf war es so, dass die KI-Fahrzeuge wirklich Platz gemacht haben, als ich Blaulicht anhatte. Und wenn ich Blaulicht ausgemacht habe, haben sie keinen Platz, gemacht. Also es hat mal richtig funktioniert. Die ganze Zeit war es ja falsch herum in Notruf. Blaulicht aus, Fahrzeuge haben Platz gemacht, Blaulicht an, Fahrzeuge sind quasi auf der Straße geblieben. Das war auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder irgendwie, keine Ahnung. Aber jedenfalls hat es bei den zwei Fahrten, die ich gemacht habe, funktioniert. Vielleicht hat man das ja mittlerweile mal in den Griff gekriegt. Aber es sind halt immer noch extrem wenige KI-Fahrzeuge unterwegs. Der Multiplayer wurde auch noch nicht überarbeitet so richtig. Das will mir jetzt angeblich dann im nächsten Update angehen. Ja, das ist halt... Wie lange ist Notruf schon auf dem Markt? Schon ziemlich lange. Und immer noch keine Einsatzvielfalt. Immer noch nicht das NEF überarbeitet, was ja eigentlich nach der Freiwilligen Feuerwehr gemacht werden sollte, was oder so wurde es mir mitgeteilt. Jetzt hat man halt erstmal Dachstuhlbrände reingebracht, statt erstmal die Einsätze, die vorhanden sind, über die komplette Map zu verteilen, damit man ein bisschen Vielfalt hat, damit man wenigstens mal zu anderen Orten fahren kann. Ja, hat man jetzt Dachstuhlbrände reingebracht, hat dabei die komplette DLK-Steuerung über den Haufen geworfen, nochmal neu gemacht. Was auch wieder extrem zeitaufwendig war anscheinend. Man hat die komplette Dachstuhlmechanik da reingebracht und. Komplett zeitaufwendig für eine weitere Einsatzart. Und eigentlich sollte ja in diesem Update auch schon der Multiplayer überarbeitet werden. Sollte ja auch nach dem Freiwilligen Feuerwehr-Update gemacht werden. Jetzt kommt das aber anscheinend erst im nächsten Update dann, dass der mal funktioniert und... Ah, ich weiß nicht. Ich liebe Notruf, aber ich finde auch das Team recht sympathisch. Ja, ich mag auch Carsten, aber ich greife mir halt einfach oft an den Kopf, wo ich mir denke, ja, warum hat man das jetzt gemacht? Genauso wie ja vor 2-3 Jahren oder so wurde ja auch ein Polizei-DLC für Notruf angekündigt. Nie mehr was von gehört, soweit ich weiß, wurde das auch eingestellt. Ob so ist, keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen, was ich hier habe, aber ich habe das mal bei Discord, glaube ich, gelesen. Ich frage mich halt, wie es mit Notruf weitergehen soll. Das ist halt so meine Sache. Ich glaube, meine Priorität wäre es erstmal gewesen, Notruf zum Laufen zu kriegen, den Multiplayer zum Laufen zu kriegen. Dann hätte ich mich vielleicht, also jetzt vor allem, also wäre es erste gewesen nach dem Notruf-Release, nachdem es so katastrophal gewesen wäre, wäre erstmal alles überarbeitet, dass es funktioniert. Dann hätte ich die ganzen Einsätze, die Einsatzarten, die vorhanden sind, hätte ich, glaube ich, erstmal überall auf der Map verteilt. Hundertfach. Tausendfach von mir aus, ja. Hauptsache, die Spieler haben Abwechslung und sind lange am Spiel gefesselt, weil sie einfach ganz viele verschiedene Einsatzorte haben.
Ja, und dann hätte ich mir vielleicht mal Gedanken gemacht, okay, Freiwillige Feuerwehr könnte man vielleicht einarbeiten. Oder ich hätte mir vielleicht sogar davor einfach ganz viele neue Einsatzarten noch zusammengesponnen und hätte die auch über die Map verteilt. Einfach, dass man Langzeitspielspaß gehabt hätte. Und dann hätte man sich ja um die Freiwillige Feuerwehr kümmern können und ja, das wäre so, finde ich, der richtigere Weg gewesen. Ja, natürlich gibt es mehrere richtige Wege, einen falschen Weg komplett gibt es eigentlich nicht. Aber manchmal finde ich es halt ein bisschen schwierig, wie es gemacht wird. Naja. Ich behalte den Titel auf jeden Fall weiter im Auge. Und freue mich über jedes Update, was irgendwas verbessert. So, wir sind da. Ich habe den Bus gerade mal ausgemacht. Wir hören es ja. Druckluft entweicht gerade. Er fängt wieder das Klackern an. Also wirklich richtig cooles Detail. Fällt mir jetzt erst auf. Ich weiß nicht, ob das schon vorher drin war. Na gut. Das war's dann für die Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch dem Discord-Server beitreten und über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch mega freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.